Professor Markus Ogorek von der Universität von Köln sagte ähnlich, nach dem Wort kann eine Empfehlung keine Verpflichtung sein. Der Ausschluss von Studenten, die mit Sporthosen verkleidet werden, sollte daher nicht rechtlich behandelt werden. Jeder, der Sanktionen aus den Nichtanliegen einer Empfehlung zeichnen möchte, fehlt mit dem mangelnden verbindlichen Effekt, sagte der Anwalt. In Anbetracht der absichtlichen Feststellung des Gesetzgebers gibt es auch keinen Raum, um Verpflichtung zu erzwingen. Eine Decke über Konstruktionen wie Bedrohung für den Schulfrieden geltend zu machen, erklärte Ogorek.